Moin, willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Nochmal die kleine Nachtfahrt, so wie wir die schon öfters gemacht haben. Jeweils immer mit verschiedenen Scheinwerfern von Laserlamps. Auch immer wieder die gleiche Strecke. Und allerdings ändern sich die Kamerasysteme immer wieder. Da kann ich aber nichts bei machen. Also heute ist es ein 11 Pro. Und ich habe eine AF-Sperre schon mal reingemacht und wollte euch heute nochmal die Laserlamps ST8 wollte ich euch ganz gerne zeigen. Es regnet ein bisschen, nichts Schlimmes. Bereifung haben wir die Cooper Discovery AT3 4S drauf. Also ich werde keine Musik, nichts anmachen. Das ist auf stumm gestellt. So dass ihr euch ein bisschen Umgebungsgeräusche, wenn hier was klappert, das ist wahrscheinlich nur die Flasche mit dem Glasreiniger, weil ich alles schön sauber gemacht habe, damit das Video gut wird. Gut, dann reden wir mal nicht viel, sondern fahren einfach mal. Also ST8 an. Immer das Problem, dass die Kamera meistens das Ganze nicht richtig transportieren kann. Nicht zu schnell fahren. Hier ist Zone 30. Jetzt machen wir es wieder an. Da hinten läuft ein Hase über die Straße. Wenn ich langsam bin, vielleicht bleibt er stehen. Überfahren wollen wir ihn nicht. Jetzt läuft er quer. Und jetzt bleibt er da stehen und sitzen. Der Kleine. Fahren wir langsam dran vorbei. Wird er sonst hier noch das Auto hüpft. Gerne, damit wir immer wieder den Vergleich haben, wie das Ganze dann aussieht. So, dann stelle ich mich immer hier hin, blende ab. Kann man das eigentlich sehen? Nehme ich schon einfach rechts, links, links, rechts, so und Fernlicht ST8. Ja. Soll ja auch nur ein kurzes, knackiges Video werden. Na? Also fahren wir wieder zurück die Strecke. Wir haben unser Aktiv-Sound-Modul haben wir an. Das ist ja Nebenstrecke hier. Regulär nicht erlaubt. Also der Reifen überzeugt auf ganze Linie. Vorher war es immer der General Grabber AT3. Aber der Cooper, weiß nicht, also das ist eine Liga für sich und das auch noch als AT-Reifen hammerhart, also wirklich hammerhart. Wirklich Sicherheit, wie man sieht. Überall die Hasen auf dem Feld.
Augen wird das Video wahrscheinlich nichts, weil da sollen wir absolute Sturmtief kriegen. Ich wollte eben halt nur die ST8, ja, die ST8 nochmal zeigen, bevor ich sie abbaue. Hat schon wieder eine Hase drüber. Weil der nächste Test kommt mit einer anderen Lampe. Und darauf freue ich mich schon unwahrscheinlich. Aber ihr werdet dann sehen. Mehr werde ich jetzt noch nicht sagen. Ganz gefährliche Ecke hier. Abblenden. Falls von unten jemand kommt, kommt keiner. Wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.